Kohlenstoff, Stickstoff und Phosphor liegen nicht nur gelöst, sondern auch partikulär gebunden vor. Um die Gesamtmenge zu bestimmen, werden die Verbindungen durch hohe Temperaturen aufgebrochen und so messbar in Lösung gebracht. Der chemische Sauerstoffbedarf, auch CSB genannt, ist ein wichtiger Summenparameter für die organische Belastung von Wasser. Für die Bestimmung ist ein Aufschluss erforderlich und dazu setzen wir Küvettentests ein mit Kaliumdichromat als Oxidationsmittel. Die Probe wird nun bei 148 Grad für 2 Stunden im Thermoreaktor gekocht. Nach etwa 10 Minuten der Abkühlphase schwenken wir das heiße Röhrchen vorsichtig, um das Kondensat aus dem Deckel in die Lösung zu überführen. Nur so können wir den gesamten CSB erfassen. Danach muss ich die Probe komplett abkühlen, damit alle Schwebstoffe als Niederschlag absinken. Alle anorganischen und organischen Kohlenwasserstoffverbindungen sind nun aufgeschlossen und können im Photometer bestimmt werden. Als gute Laborpraxis misst man mindestens eine Doppelbestimmung und lässt einen Kontrollstandard mitlaufen. Die Küvettentests für Eigenkontrollverfahren zeichnen sich besonders durch geringe Reagenzienmengen und einfache Handhabung aus. Doch das Ziel ist es, das Kaliumdichromat weiter zu reduzieren.